Zum 13. Mal führen Unternehmer, Gründer, Entscheider und Akteure aus dem Landkreis Leipzig, Altenburger Land und Burgenlandkreis mit einer Reihe von Partnern und Förderern am 20. März 2019 in der Parkarena Neukieritzsch den BVMW Wirtschaftstag durch. Ja, die Bedeutung dieses BVMW Wirtschaftstages, der über 10 Jahre alt ist und seit über 10 Jahren zwischen den Landkreisen Leipzig und Altenburger Land pendelt, seit 3 Jahren um den Burgenlandkreis erweitert wurde, spricht eigentlich dafür, wie viele Aussteller hier sind. Und die Halle hier in Neukirch ist voll. Es haben nicht mal alle Anmelder, die gerne mit ihren Unternehmen in der Ausstellungsfläche wollten, berücksichtigt werden können. Insofern gibt es einen guten Zulauf. Wir haben am Beginn der Veranstaltung gesehen, dass es eine lange Schlange gab an Besuchern, die sich registrieren mussten. Es wird sehr gut nachgefragt und steht natürlich auch immer unter dem aktuellen Motto. Dieses Jahr das Thema Strukturwandel Braunkohle, was ja im letzten halben Jahr auch in der Öffentlichkeit hinreichend diskutiert wurde. Heute hatte man nochmal so ein Stück die Möglichkeit, auch aus Unternehmersicht nachzufragen, ein paar Statements zu hören. Wo kann vielleicht der ein oder andere Unternehmer sich in den Prozess mit einbringen? Denn es kann ja keine öffentliche Diskussion am Ende bleiben. Also insofern kann ich mal so eine kleine Zwischenbilanz ziehen. Es wird gut angenommen, es sind gut Besucher da und die Aussteller sind bisher nach meinem Überblick ganz zufrieden. Viele Unternehmen im Dreiländereck stehen mittelfristig vor großen Herausforderungen. Ja, ist ja schon viel über den Strukturwandel diskutiert worden. Und dieser Strukturwandel ist eine wahnsinnig interessante Aufgabe. Ist kein Problem, muss ich betonen, ist eine wahnsinnig interessante Aufgabe. Und die kann aber die Miepark nicht allein, die kann auch nicht der Burgenlandkreis allein oder Leipziger Land allein oder Altenburger Land. Die können wir alle nur gemeinsam machen. Und nicht nur mit den Behörden und Administrationen, sondern wir müssen das mit den Unternehmen tun. Und deswegen ist es ganz wichtig für uns, heute hier zu sein, einfach da zu sein. Wir wollen nicht unbedingt einen Leistungsvertrag heute abschließen. Wir wollen da sein, wir wollen ins Gespräch kommen und wollen Dinge erörtern, die wir vielleicht heute noch gar nicht kennen, wie wir zusammenarbeiten können, um diese Entwicklung erfolgreich für diese große Region, für die ganze Metropolregion gestalten zu können. Auch Ministerpräsident Michael Kretschmer nutzte den Wirtschaftstag, um mit den Akteuren vor Ort ins Gespräch zu kommen.